So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Wir machen weiter. Ich habe hier schon was gesehen, was wir machen müssen. Da war es, Entschuldigung. Bob. Strompunkt Nummer 1. Ah, guck mal. Da liegt er direkt. Nett. So, geht schon auf oder brauchen wir noch mehr? Wir brauchen noch mehr, scheinbar. Das ist fein. Machen wir. Gar kein Problem. Ah ja, schon gefunden. Jetzt muss ich nur den Stromkasten nochmal finden. Achso, kurze Vorwarnung, es könnte sein, dass es vielleicht gleich einmal kurz klingelt bei mir und ich dann mal kurz die Folge unterbrechen muss. Der Energiezufuhr wieder her. Ja, okay. Ja, weil heute irgendwie der Stromablesemann kommt zwischen 12 und 13 Uhr. Es ist exakt 12 Uhr gerade. Wahrscheinlich kommt es sowieso erst danach, aber ne, kann ja sein. Ist natürlich auch die Frage, ob die zuerst unten anfangen oder zuerst oben. Man weiß es nicht. Ah, Mensch. Ich fand es lustig, wie der schon wieder runtergefallen ist, eigentlich dann so flop. Doch noch sich adjustiert hat. Wenn die Tür da hinten ist, das Tor ist nicht relevant, ne? Na gut. Oh! Guck mal den Namen. Pain Elevators, das ist ja auch schön. Maximalgewicht, 20 Personen. Steht hier auch irgendwo, wann der gebaut wurde? Wahrscheinlich nicht. Made in USA. Ich gucke immer bei Fahrstühlen, wenn ich in den Fahrstuhl gehe, wann der gebaut wurde. Um meine Panik mal kurz zu relativieren oder zu erhöhen, je nachdem. Fahrstühle sind so eine lustige Sache, also. Ich rede gleich. Wow! Bleib zurück. Eieiei. So, was wollte ich sagen? Fahrstühle sind halt immer so eine Sache. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt Angst vor Fahrstühlen oder so. Ah, ist schon manchmal so ein bisschen, so wenn er dann so rumruckelt, ist bei mir immer schon so ein bisschen so, ich weiß gar nicht warum. Flugzeugüberprüfungsauftrag und da spackt es mir die komplette Umgebung ab. Zusammenfassung. Das fragliche Flugzeug wurde von einem Privatflugzeug in der Nähe von Connecticut hergebracht. Es steht unter Verdacht, mit dem AWE von in Zusammenhang zu stehen. Siehe Fallakte für weitere Informationen. Es wird derzeit auf gewandelte Eigenschaften hin untersucht. Das Flugzeug wird momentan im Transitkorridor des Isolationssektors gelagert, wohin es durch die U-Bahn-Tunnel von New York gebracht wurde. Besonderer Zugriff, die Akte bla, für weitere Informationen zu von Tunneln und Verbindungen mit Großstadtlegenden, die mit Geisterbahnhöfen verlassenen Gleisen und zu tun haben. Die Blackbox des Flugzeuges wird derzeit auf hin untersucht und ein Forschungsteam hat erste Messungen vorgenommen, obwohl bisher noch keine gewandelte Eigenschaft festgestellt werden konnte. Ich muss gerade daran denken, ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber in Alan Wake gab es auch ein Flugzeug, was abgestürzt, aber das ist ja ein Heli. Ah, das ist vielleicht auch gar nicht, oder? Nee, warte mal. Ach nee, das ist einfach nur kaputt, oder? Moment. Muss ich mir nochmal richtig anschauen. In Alan Wake gab es auf jeden Fall auch ein Flugzeug, was irgendwie abgestürzt ist. Glaube ich. Wie gesagt, ich habe es gerade echt nicht mehr so 10 von 10 im Kopf. Doch, ist ein Flugzeug, okay. Das war nicht so ein Flugzeug. Also wird das wohl das nicht sein. Aber es existiert auf jeden Fall. Das ist manchmal auch echt irritierend, ne? Da denkst du, da kannst du rein und da lang und dann... das war nur das hervorragende Raytracing. Videospiele sind doch besser als die Realität. Hi. Steht ja hier einfach. Meinetwegen. So. AWE in Ordinary Phase 1A. Auf dem ersten Dia waren ein Zimmer mit schmutziger Tapete und Puppen auf einem Regal. Es gab eine Menge Puppen. Dylan Faden, Interview 2002. Das Haus war leer. Keiner wohnte da. Wir spielten dort sehr viel. Es war unser geheimes Spielhaus. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Ich bin mit Neil zur Schule gegangen. Einige der Kinder nannten ihn Neil, den Nasenbluter. Anmerkung, vermutlich Neil Hosenberg vermisst. Er war gemein. Er hatte Asthma. Tom, Anmerkung, vermutlich Tom Barlow vermisst. Und seine Bande Freddy, Anmerkung, vermutlich Frederick Bartwell vermisst. Hugo, Anmerkung, niemand mit diesem Namen in das System gefunden. Hänselten ihn. Wir brachten Neil zur Müllhalde zum Spielen. Extra polierte Informationen. Unbestätigte Existenz eines weiteren Dias. Bezeichnung Haus. Hm.
Da war noch so ein Button, ne? Ja. Mach auf die Bude. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Thank you for staying with us. Here's our first caller. Hi. What I'm about to tell you, they found out. I don't know what would happen. If you found out, brother. The men in the suits, they told me it was an industrial accident. But this is something else. Something nobody talks about. Ordinary. This certainly doesn't sound very ordinary, caller. No, not ordinary. Ordinary. It's a town. And it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they said. But that's bullshit. Whoa, please watch that other caller. Maybe 2 a.m. to get straight from the show. I'm sorry. It's just, my brother lived there. They said the town was destroyed, but it wasn't. I went there. The people are gone, but the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears, yet the town remains. Tell me, was the phrase, there is no salvation, written anywhere? I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23. A village called Honoriado. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces, but we know the truth. A mass abduction. As predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Abduction? You mean aliens? That's bullshit! I know they're lying! Now I warned you about the language, caller. I'm afraid we're gonna have to cut you off. And good timing, too. It's time for a short break. Hang in there. America Overnight will be right back. Ordinary. Oh, guck mal, der Papierschneider hier. Alter, der bewegt sich ja richtig. Ach, ich mag die ganze Physik in dem Spiel. Das ist wirklich auch alles bis ins kleinste Detail, glaube ich, bearbeitet. Oh, jetzt muss da wieder was zu. Zusammenfassung Ordinary. Ein in der Kleinstadt Ordinary aufgetretenes AWE ließ sich auf einen von Kindern auf einer Müllhalde außerhalb der Stadt entdecktes Objekt der Macht, Dia-Projektor, zurückführen. Wenn bestimmte Dias in den Projektor eingelegt werden, öffnen die projizierten Abbildungen Tore zu anderen Dimensionen. Die Kinder nutzten mehrere Dias und versuchten somit das Verschwinden der erwachsenen Stadtbevölkerung verursachten. Eingriff während des Ereignisses. Am 30. August 2002 spielten die Geschwister Dylan Faden, 10 Jahre alt, siehe Dokument zu P6, und Jesse Faden, 11 Jahre alt, siehe Dokumente zu P7, auf der örtlichen Müllhalde und entdeckten dabei den weggeworfenen Dia-Projektor. Sie verjagte, oh, danke, das war die Einzeiten. Ein von Direktor Trench und Dr. Darling geleitetes Team erreichte am 14. September den Ort und entdeckte die Faden-Kinder nach beendetem AWE. Sie führten das Team zum Dia-Projektor und den Dias, von denen nur eines nicht verbrannt war. Als das Team die beiden in Gewahrsam nehmen wollte, gelang Jesse die Flucht. Insgesamt wurden 17 Überlebende in der Stadt gefunden. Sie alle wurden befragt und Tests unterzogen. Sie Interviews, sowie Akten über das Primärkandidatenprogramm. Okay. Ich denke mal, entsprechende Dia sehen wir jetzt hier nochmal. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world. In the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects. A gun, a television, a supposedly haunted house. So, clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection. We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. Und noch mehr lesen. Juhu! Jesse und ich folgten den Dungaffen in die Höhle. Da waren sehr viele von ihnen. Es waren mehr Kinder aus der Stadt hinzugekommen. Es war echt unheimlich. Jesse ergriff den Projektor. Und wir rannten so schnell, wie wir konnten, davon.
Sie jagten uns. Ich fiel und verletzte mich am Knie. Jesse versuchte mir zu helfen, aber die Dungaffen kamen näher. Sie würden uns bald eingeholt haben. Aber dann tauchte Neil auf. Neil sah aus wie ein Hund, wie ein geschmolzener Hund, aber ich wusste, dass er es war. Neil sagte ganz viele Male, dass es ihm nicht gefiel, ein Junge zu sein, weil Tom ihm gerade verprügelt hatte. Ich glaube, ihm gefiel es, ein Hund zu sein. Der Projektor ließ sich nicht ausschalten, darum wechselten wir das Dir zur Hand. Ich hörte sie sofort, sie versprach zu helfen. Jesse sagte, wir sollten sie Polaris nennen, weil sie gerade Sterne in der Schule hatte. Okay. extrapolierte Information. Weiteres Dir, Bezeichnung Hand. Ist verifiziert und im Besitz der Behörde und besteht der Existenz eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnung Hundenil. Ich bin mal gespannt, ob wir den noch irgendwie irgendwo nochmal sehen. Das wäre halt witzig. Ja, hier gibt es auf jeden Fall vier Informationen, die wir hier bekommen, ne, zum ganzen, Ordinary-Vorfall. Das Ding explodiert scheinbar. Na dann. Ich bin schon dezent overpowered mittlerweile, oh. Das ist ja geil. Check von der Wand. Okay, und noch mehr hören. Jo! Annual evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carlevon. The questions asked here correspond to the fifth iteration of the Gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin then. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want to come, did he? He never visits, not since Roberts. To tell Darling it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now. I learned. Will you tell him? In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. What is the next number in the sequence 3, 6, 9, 12, 15? 18. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Da hat jemand ein paar leichte Aggressionsprobleme entwickelt, würde ich sagen. Phase 2. Nach dem, was mit Mr. Chester in der Schule passiert war, fingen wir an, Tom auszuspionieren. Wir sahen, wohin sie den Projektor brachten. Tom und seine Neandertaler nutzten die Schlittenhügelhöhle als Hauptquartier. Dort war der Projektor. Sie hatten das Tempel-Dia verwendet. Wir nannten ihn so, aber es war eigentlich nur ein kaputtes Ding aus Beton. Wie ein Lagergebäude oder ein Schutzbunker oder sowas. Sehr dunkel. Die Nichtmutter lebte dort mit ihren Babys, Kindern, ich weiß nicht. Sie gab Tom und den anderen ihre Milch zu trinken. Sie verwandelte sich in kleine Monster. Wir nannten sie Dungaffen. Ah. Und bestätigte die Existenz eines weiteren Dias, Bezeichnung Tempel. Und bestätigte die Existenz eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnung Nichtmutter. Die Nichtmutter. Als ob Mini Jesse und Mini Dylan so klug sind und das so bezeichnen können. Cool. Weiter. Keine Zeit verlieren. Mehr zu lesen. Blöp. Eines Tages werden wir eine machen. Verschwinde! Du bist nicht hilfreich. Ach ja. Achso. Ja,
Das zweite Dia hieß die Wiese, aber es war in Wirklichkeit nur ein leeres Grundstück voller Unkraut. Es gab eine Hütte und eine Telefonleitung. Dort roch es nach Blumen. Es war sehr intensiv, berauschend. Wir hatten dort verrückte Träume. Das muss an dem Geruch gelegen haben. Ich mochte ihn nicht. Ich mochte es nicht, die Kontrolle zu verlieren. In den Träumen schmolz alles und dann, als wir aufwachten, war alles um den Projektor herum geschmolzen. Neil war richtig wild drauf. Wir fanden heraus, dass er immer öfter allein hingegangen war. Dann prügelte Tom das Geheimnis aus Neil heraus und fand den Projektor. Er und seine Kumpanen nahmen ihn. Wir glaubten, dass sich Neil in der Wiese verirrt hatte, als Tom das Dia wechselte. Aber das war nicht, was passiert ist. Extrapolierte Information und bestätigt die Existenz eines weiteren Dias Bezeichnung Wiese. Ah, ist cool, dass man hier nochmal ein bisschen was über diese Hintergrundgeschichte erfährt. Ich glaube, damals habe ich dann schon aufgehört zu lesen, weshalb ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Wir gingen rein und trafen Polaris, wie einen Stern. Sie sagte uns, dass wir etwas Besonderes waren. Sie machte uns zu etwas Besonderem. Es fühlte sich an, als würden wir geboren oder wiedergeboren und erblickten die Welt zum ersten Mal. Vertraut, doch irgendwie anders. Polaris erzählte uns, wie man den Projektor ausschaltet. Die Dungaffen und die Nichtmutter kamen direkt auf uns zu. Dylan weinte. Ich schaltete den Projektor aus und sie waren weg. Alles war vorbei. Ich nahm alle Dias und verbrannte sie. Alle bis auf die Hand. Und bestätigte die Existenz eines paranatürlichen Wesens mit seinem Polaris. Und das sitzt jetzt in meinem Kopf. Schön. Let's see what they have on Ordinary. Ooh. Ach ja, genau. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Richtig, ich erinnere mich. Ich kann es doch kaputt machen, ich war mir nicht sicher. Kann ich irgendwie das eigentlich... Ja, Entschuldigung. Das ist unser Haus, ich weiß es nicht. Schön, wie das hier so nachgestellt ist. Gefällt mir. Stage 3. Hier ist wohl die Müllheide, wa? Hier ist es passiert. Na gut. Okay, dann muss ich doch wieder kämpfen. Meinetwegen. Reine Teile lassen. Die haben mir so viel Müll gegeben. Ich weiß das nicht. Ich war aber gerade auf der Mühle. So, nach dem Dia-Projektor einem Objekt der Macht. Wollen wir uns das wirklich antun, Jesse? Wollen wir das wirklich noch einmal durchleben? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Oh, Thomas Zane. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well, the poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this. I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No! No, Doolin's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jesse. It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. The industrial accident in your hometown? That you believe Polaris caused? No.
It wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse. No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. They... I'll find them. I won't stop looking. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jesse, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Thomas Zane. Schön. Hey, ist er eingepackt hier? Das ist ja lustig. Ja, Thomas Zane ist ja auch eine Figur aus Alan Wake. Der ja der ursprüngliche Autor ist und dann da ja irgendwie ich habe mal das vergessen. Zusatzbemerkung. Details beruhen größtenteils auf Interviews mit Dylan Faden. Relevante Informationen in Interviews und beschaffte Therapiesitzung von Jesse Faden sowie Indizien, Beweise, die am Standort Ordinary gefunden wurden. Bitte beachten Sie, dass alle drei Quellen sich widersprechende Daten enthalten. Beispiel: Dylan Faden behauptet, dass es 8 Dias für den Projektor gegeben hat. Jesse Faden sprach von 9 Dias. Die Behörde fand ein intaktes Dia und die verbrannten Überreste von 6 anderen. Leider sind diese Dias zu beschädigt, um sie in den Projektor zu verwenden. Es wird angenommen, dass Jesse Faden für die Verbrennung der Dias verantwortlich ist. Anmerkung: Dr. Darling hat befohlen, dass die gesamte Mülldeponie der Stadt Ordinary zur Untersuchung und Analyse in die Behörde gebracht wird. Er hofft, weitere Dias oder andere gewandelte Materialien zu finden. Da der Platz im Untersuchungssektor begrenzt ist, wird dieses AWE im Isolationssektor untersucht. Wo wir gerade sind, glaube ich, ne? Isolierte Verwahrung. Gut, Leute, aber dann soll es jetzt irgendwie auch schon wieder gewesen sein für heute, glaube ich. Moment. Ordinary Dump Site. Ach, schön. Gibt es hier irgendwie einen Speicherpunkt? Nee, das ist wahrscheinlich noch nicht weit genug weg. Ja. Gut. Ah, ja, oh. They moved the whole landfill here in the middle of New York. And nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Komm, dann lesen wir das noch schnell und dann ist die Folge vorbei. Auf Anordnung von Dr. Darling müssen sämtliche Arbeiten an der Mülldeponie von Ordinary sofort eingestellt werden. Die Ressourcen werden zur Abteilung zugewiesen. Weitere Details folgen. Dieser Bereich wird zum Monatsende versiegelt. Bitte entfernen Sie bis dahin alle persönlichen Habseligkeiten. Jegliche Lichtbilder, wie in Diaprojektoren Anwendung finden, die in diesem Bereich gefunden werden, müssen sofort an Dr. Darling übergeben werden. Ja, klingt nach einer guten Idee. Okay, nächstes Mal dahin. Ich glaube, hier wartet irgendwie eine Art von Bosskampf, wenn ich mich gerade nicht täusche. Oh oh. Gut. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao!